Meine Lieben, der Mond hat das Tor der Fische betreten. Und natürlich habe ich das gleich schon wieder mitgezeichnet. Das ist also die Sehne der Fische. Ihr seht es hier, das sind die Fische. Es ist ein aufsteigender Strom. Die Aufsteigenden haben immer den Doppelpfeil. Alles hat eine Bedeutung hier. Und es steht auch immer dabei, nur dass viele Menschen das gar nicht sehen. Hier unten steht, seht ihr das? Und der Aufsteigende, weil aus den Zehen aufsteigende Fische Leberstrom, der führt dann in den Widerlungenstrom, der dann aus der Brust in den Zeigefinger strömt, wo er sich zum absteigenden Dickdarmstrom wandelt, der sich dann zum absteigenden Magenenergie wandelt. Ihr seht also diese Ordnung, diese heilige kosmische Ordnung der Schöpfung. Und immer, wenn wir an einem der Zacken sind im Übrigen, dann sind wir entweder an den Fußspitzen, oder wir sind an den Händen. Also zum Beispiel jetzt Zwillinge Krebs ist Fuß, Wassermann Fische ist Fuß, Löwe Jungfrau ist Finger und Waage Skorpion ist auch Fuß, genau, und wieder Stier ist Finger. Also immer, wenn wir an der Spitze sind, wandelt sich der Strom aus den Zehen oder aus den Fingern. Alles so faszinierend, ja. Ich habe das alles im Buch geschrieben, natürlich hier der Mond und der Kosmik Gott der Schöpfung, die Bibel. Aber entdeckt das auch selbst, denn das ist die Schöpfung. Das bist du selbst. Und jetzt, wie gesagt, sind wir also im grünen Bereich. Und diese Formulare zum Ausdrucken, die hast du in meinem besonderen Mondkalender auf Seite 41. Und jetzt also ist der Leberstrom dran. Und diese Stromverläufe und alles hast du immer super parat mit meiner App Luna Jin Mond und Gesundheit auf deinem Smartphone dabei. Das ist so eine wunderbare App. Also die Menschen, die sind so begeistert, weil du einfach auf einen Klick alles hast. Diese Abbildungen sind dort alle auch dabei, mit den Erklärungen natürlich auch der Stromübernahmebereiche. Und ich habe mir vorhin diesen Strom schon geströmt und mon Dieu, kann man da nur sagen. Ich habe zuerst den Oppositionsstrom geströmt, den Jungfraustrom, der das Seelentor der Jungfrau öffnet. Warum zuerst diesen Strom? Weil er näher liegt am Seelentor des Schützen. Gehen wir gerade nochmal zum Schützen, zu der Abbildung 3. Ihr seht hier, oder beziehungsweise Abbildung 2, es geht ja immer darum, dass wir diesen Strom, diesen Hauptstrom, den Lebensstrom aktivieren durch die Öffnung dieser 12 Tore. Und deswegen, und das gebe ich auch in der App vor, Luna Jin Mund und Gesundheit, schlage ich vor, dass man zuerst dann diesen Strom macht, der näher in Fließrichtung des Lebensstroms am Schützetor liegt und dann den eigentlichen Mondstrom. In dem Fall eben ist es so rum. Ja, es kommt immer darauf an, immer kommt es darauf an, welches Tor liegt näher am Schützetor in Fließrichtung des Lebensstroms. Ja, und jetzt sind wir also, wie gesagt, in den Fischen und der Oppositionsstrom, den habe ich mir also zuerst geströmt. Und es war einfach unglaublich, der Jungfraustrom, der öffnet ja ganz intensiv das dritte Auge. Und da liegt ja die Hypophyse und die Epiphyse. Und ich habe das dermaßen, ich komme dauernd zum Löwestrom, ich habe das dermaßen intensiv gespürt, ja, die Jungfrau ist ja hier, dermaßen intensiv gespürt, wie der gesamte Kopfbereich wirklich wie aufgeglüht ist, also richtig geglüht hat, aber in einem positiven Sinn. Also wirklich, es hat geleuchtet. Also eine wunderbare goldene Aura da natürlich auch. Und so hat man sich gefühlt. Also man fühlt sich dann wirklich wie einer dieser Engel mit dieser wunderbaren goldenen Aura. Ja? Und dann im Anschluss habe ich mir intensiv den Leberstrom geströmt. Und das habe ich dermaßen auch gespürt, diese Reinigung. Das sind dann teilweise richtig Schmerzen, aber das ist ja gut so. Es soll sich erlösen und reinigen. Und wie es dann direkt ins Gehirn strömt durch die Augen, das ist der wichtigste Strom auch zur Vorbeugung von Gehirntumoren. Ich habe schon mal gesagt, wenn der Leberstrom blockiert, zeigt es sich oft erst in Unterleibs, Zysten oder auch Krebs und dann Brustkrebs zum Beispiel und dann Gehirntumore. Aber dazu braucht es erst nicht gar nicht kommen und wird es nicht kommen, wenn du täglich ganz einfach nach dem Mond strömst. Hier in diesem Buch die gesamte Info. Und meine App Luna Jin Mond und Gesundheit gibt dir den täglichen Mondstand mit dem gesamten Strömprogramm an. Und mein besonderer Mondkalender ganz einfach die Tageskraft, Organkraft und Tagesenergetisierungsfinger. Sei dabei!